Und damit hallo und herzlich willkommen. Das hat gerade irgendwas geantwortet, oder? Klang aber nicht so bedrohlich. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle Evrima. Das hier ist Renekton, der Deinosuchus. Guck mal, unser erster Freund. Hi. Renekton war ja auch mal ganz klein. Es gab auch schon mal eine erste Folge. Falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Dort verlinke ich euch die. Und heute sind wir an der Spitze der Nahrungskette, würde ich sagen. Und versuchen natürlich so lange wie möglich zu überleben. Dafür tauchen wir jetzt auch erstmal ab. Weil wir sollten jede Beute mitnehmen, die wir kriegen können. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Bin, glaube ich, in die falsche Richtung geschwommen. Oh nein. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Also ich glaube, wenn man hier runter guckt, ist dort das Meer. Oh nein, ich weiß genau, wo wir sind. Wir sind richtig fernab von da, wo ich eigentlich sein wollte. Aber ich sag's euch ehrlich, ich habe mich jetzt so verlaufen. Da würde ich das sagen, nutzen wir das und gehen mal runter zum Meer. Weil ich wollte immer schon wissen, ob die Dinos im Meer schwimmen können. Das habe ich nämlich noch nie gesehen. War es nicht so, dass man da nicht wieder hochkommt vernünftig? Gerade wir als Krokodil kommen da, glaube ich, nicht wieder hoch, oder? Und runter kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Oh nein, ich glaube, das wird nichts mit dem Experiment mehr. Ich glaube, da kommen wir nicht vernünftig hin. Und wir müssten halt irgendwann auch wieder hoch zum Trinken. Ich glaube, wenn wir da jetzt runtergehen, das wäre unser sicherer Tod. Oh, was ist das denn? Hi. Ein Hübsi, oder? Voll süß. Werd dich nicht fressen, mein Kleiner. Ich kann leider nicht springen. Ich würde es auch gerne tun. Der ist richtig hübsch von den Farben. Wir haben einen Freund gefunden. Den müssen wir auch mal irgendwann spielen. So ein Süßer. Aber wir müssen jetzt leider weiter. Es tut mir leid, mein Kleiner. Hab noch ein schönes Leben. Mach's gut. Er folgt uns noch am Ufer. Er ist halt immer noch da. Mal gucken, wie lange der uns noch verfolgt. Das ist ja etwa der Beginn einer innigen Freundschaft. Das ist so hübsch und der vertraut mir mittlerweile auch voll. Ha
Ich find's richtig schön gerade. Mein kleines Baby, aber ich kann leider nicht gut auf dich Acht geben. Tut mir leid, ich muss jetzt leider weiter. Du kannst uns gerne im Land verfolgen, ich würde mich freuen, aber ich muss halt irgendwann noch abtauchen, ne, um getarnt zu sein. Dann gucken, ob er uns dann noch verfolgen kann. Soll ich ihn mal schrecken? Und... Buh! Wir spielen nur miteinander. Es ist so cool, dass er gar keine Angst hat. Ich lieb's. Aber ich werde ihn auch nicht fressen. Ich werde ihn keine Haare krümmen. Ich werde ihn auch verteidigen, wenn er angegriffen wird. Also zumindest, wenn er in der Nähe ist. Er ist jetzt mein Kumpel. Herbert, der kleine Hübsi, so nenne ich ihn jetzt. So, Herbert, wir sind jetzt Freunde. Herbert und Renekton ziehen durch den Dschungel. Nein, er geht weg, glaube ich. Nein, Herbert, tu's nicht. Ich habe dir gerade einen Namen gegeben. Kannst du jetzt nicht einfach gehen? Leb wohl, Herbert. Es war schön mit dir. Oh, ich höre ihn wieder. Oh, er ist wieder da. Er hat mir einen Apfel gebracht. Oh mein Gott, du bist der Süßeste. Ach ja, warte, ich kann ihn leider nicht nehmen. Das ist die beste Freundschaft überhaupt. Oha. Du bist einfach verschwunden. Na, wenigstens isst er den Apfel jetzt. Ich kann damit nämlich nichts anfangen. Er ist halt immer noch bei mir, ne? Ist, glaube ich, jetzt schon spät am Nachmittag. Und er hat die ganze Zeit diesen Apfel dabei, das ist so süß. Für mich ist das ein Futtergebiet, für dich ein Gefahrengebiet. Wir sind halt wirklich eine Freundschaft, die keine guten Umstände hat, sage ich mal. Aber ich werde dich beschützen, so gut ich kann. Ja, ich weiß, dass du es verstehst. Komm, vertrau mir. Ich glaube, hier muss Herbert auf die andere Seite. Ich versuche ihm das mal klar zu machen. Komm rüber. Du musst rüber. Er hat's verstanden. Schwimm, kleiner Herbert. Das. Gut gemacht. Oh, da war ein Fressfeind.
Bleib bei mir. Ist eigentlich gar nicht schlecht für mich, wenn er callt am Wasser, ne? Der könnte halt Beute herlocken. Aber ich muss dann ruhig sein. Ist halt nicht, ob er mir was sagen will. Also entweder hat er einfach ADHS oder er will mir irgendwas sagen. Mich angespuckt. Das macht man aber nicht, mein Kleiner. Bin dir nicht sauer. Das macht man so unter Freunden, ne? Irgendwas will er von mir, glaube ich, aber ich weiß nicht was. Ich check's nicht. Oh, Vorsicht. Ey! Er wird halt echt frech gerade. Warum? Aber was habe ich ihm denn getan? Ich bin doch die ganze Zeit verliebt zu ihm. Was machst du denn da? Was soll das denn? Warum macht er das? Also so langsam komme ich auch in ein Gebiet, wo es Sinn macht, für mich abzutauchen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich noch weiter mit ihm rumlaufen will, weil er ist wirklich nervig geworden. Was ist denn los, meine Güte? Es kann halt nicht schlecht sein, wenn ich abgetaucht bin, lockt er halt auch Fleischfresser und sowas an, die ich fressen könnte. Mit seinem Rumgenerve. Aber es bringt halt nichts, wenn ich aufgetaucht bin. Und ich glaube, sobald ich abtauche, wird er mich halt aus den Augen verlieren. Aber er ist schon extrem nervig gerade. Es geht halt die ganze Zeit so. Ich versuche jetzt mal das Zeichen zu geben, dass er baiten soll. Ich verstehe das. Oh, da ist schon was. Oh nein. Oh nein, ich hab's. Nein, ich hab's komplett verkackt. Oh nee. Nee, du kriegst deine Beute nicht. Mir egal. Okay, mein neuer Freund. Der alte war eh nervig. Das ist Norbert. Norbert, komm. Norbert, komm. Ist das Fleisch. So leicht ersetzt man den. Oh, er nimmt es mit, er vertraut noch nicht. Tschüss, Herbert. Und tschüss, Norbert. Wir sehen uns.
So, jetzt kann das Jagen beginnen. Oh Mann, ey. Oh, hier vorne am Ufer ist was. Ein Raptor. Moment, ich krieg den schon oder muss der näher ans Wasser? Wasser ist hier leider zu flach, so ein Mist. Die Sonne geht endlich wieder auf. Wird auch allerhöchste Zeit. Ich glaube, ich will gerne hier hoch, aber ich weiß nicht, ob das gefährlich ist. Weil hier war halt gerade eine Stegoherde auch unterwegs in der Nähe. Und ich glaube, die könnten mich ganz gut wegrippen, wenn ich am Land bin. Da könnte ich echt in Gefahr sein. Das ist genau da, wo ich auch hin wollte. Geht wieder dieser Territorienkampf los. Ja, dann versuchen wir mal hier unser Glück. Der Spot war ja eigentlich immer ganz gut für uns. Wird jetzt hier noch bis Nachteinbruch, glaube ich, bleiben. Und dann werden wir eine Wanderung machen. Das ist zumindest mein Plan. Oh, da ist auch direkt was. Sollten wir das attacken? Das blutet schon. Komm, das wird jetzt ein Fight, oder? Ist groß. Oh Gott. Wo ist es hin? Kann jetzt sein, dass der sich da ausloggt in den Büschen, könnte ich mir vorstellen. Aber dann werde ich den auch mal nicht angreifen. Wisst ihr nicht, wo der sonst hingegangen ist? Raptoren. Aber ich glaube, die gehen nicht trinken. Ich habe den Ort jetzt da vorne verlassen. Aber jetzt bricht gerade die Nacht ein. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Dschungel. Jetzt nochmal im Sauerstoff tanken. Weil wir müssen gleich hier durch ein sehr gefährliches Gebiet. Und da würde ich gerne unter Wasser durchgehen, damit ich nicht gesehen werde. Vielleicht können wir auch Beute erlegen, weil mittlerweile sind wir auch wieder recht hungrig. Ist das ein Hühnchen da? Wie sieht das denn aus? Es leidet einfach so lang. Hinter uns war doch gerade was. Kleiner Pinguin, der wollte das Hühnchen fangen. Aber ich glaube, dann hat er uns gesehen. Hier hast du dein Hühnchen. Oha, hier ist ja richtig Paradies. Vielleicht kann ich hier was absnacken. Sehr gut. Okay, wir sollten die Beute mitnehmen, glaube ich. Kann ich sogar so schlucken. Oh, die werden auch noch von irgendwas anderem angegriffen. Raptoren oder so. Wenn der nochmal durchschwimmt, greife ich ihn an.
Aber ich glaube, Kopftreffer sind besser. Ich glaube, ich muss da besser zielen. Oh, der ist sauer. Jetzt haben sie Angst. Wir müssen halt immer gucken, dass wir nicht auf zu flaches Land gehen, damit wir auftauchen. Auch kassiert. Aber es ist interessant, ich kann gerade mal ein bisschen Kampferfahrung sammeln. Ich glaube, so viel Schaden haben wir nicht bekommen. Es waren nur 2-3 Hits. Also alles easy. Ne, 77. Und das war nur von hinten, glaube ich, irgendwo rein. Aber er hat auch nochmal einen Biss kassiert. Aber ich muss echt aufpassen, bei dem flachen Land, da bremst man richtig hart ab. Wann halten eigentlich meine Blutung? Das müsst ihr mir auch mal erklären. Also ich denke halt immer jedes Mal, dass ich noch am Bluten bin, wenn dieses Ding da unten ist. Ich kann es euch gar nicht zeigen, das Symbol hier. Aber ich heile ja trotzdem. Ah, jetzt ist das Heilsymbol auch da. Ich verstehe das immer nicht so ganz. Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren erklären, wie das funktioniert, das System. Muss ich mich dann hinlegen oder muss ich mich nicht hinlegen? Ich weiß es immer nicht. Hier ist halt auch wirklich alles, ne? Pteranodons, Fleischfresser, Pflanzenfresser. Das ist ein riesiges Mixpack. Aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen was abstauben. Es wäre cool, wenn wir die andere Diät noch hochkriegen. Die gehen auf jeden Fall hier weiter in die Richtung. Wir werden die verfolgen. Bin bereit. Das war ein Fehler. Ich hab's nicht hinbekommen mit dem Charge. Ey, so ein Mist. Mein Krokodil ist einfach auch stehen geblieben. Oh Mann. Das ist gute Kampferfahrung wieder. Ich werde das nochmal üben. Wartet mal, an dieser Stelle vielleicht. Nicht gedrückt halten klappt auch nicht. Ich glaube, ich muss es schon im richtigen Moment drücken, aber irgendwie ist mein Kroko stehen geblieben. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich habe... Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwas habe ich falsch gedrückt auf jeden Fall. Falls es euch aufgefallen sein sollte, in die Kommentare. Ich bin ja zum Glück nicht gestorben. Hier sind wir halt jetzt an der Problemstelle. Ich kann auch nur rechts hoch, wo die sind. Ich beobachte mal noch ein bisschen. Ja, noch höre ich die Sounds eher da hinten. Ich kann ja schon mal langsam hochgehen. Ne, sind noch hier. Das war's. Das gesehen, aber ich weiß nicht, wo es hin ist. Ist irgendwo versteckt, aber wir gehen einfach ins Wasser.
Mehr will ich gar nicht. Okay, wir sind wieder safe. Oh, hier geht gerade richtig Party ab. Wir haben 86% Leben, aber halt wenig Ausdauer. Wir müssen ein bisschen recken. Ich hoffe einfach mal, dass die da vorne hinwandern, also da, wo ich jetzt hingucke. Weil da werden wir gleich hinschwimmen. Aber ich will da mit voller Ausdauer hin, weil da waren auch andere große Krokodile. Man weiß nie, wenn die dann ihr Territorium verteidigen, kann gefährlich werden. Wir sind jetzt halt wieder in dem Wasserfall, wo das andere Krokodil von war. Ich hoffe, das ist nicht mehr da. Dann können wir den Spot hier nämlich übernehmen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die riesige Horde da, Horde vor allem Herde, dieses Mixpack, dass die hierher wandern. Deswegen wäre es ganz cool, wenn wir uns hier das Territorium sichern. Bis jetzt scheint es aber frei zu sein, aber man weiß halt nicht, ob es da noch irgendwo liegt. Es ist sehr dunkel da hinten. Da wollen wir uns ja immer nicht mit anlegen. Bin auch nicht full live, sonst hätte ich es attack, glaube ich. Was soll ich es attacken? Glaube ich mach's. Geschafft. Wir haben uns das Territorium erkämpft. Ein HP. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir sterben nicht noch. Zwei HP, wir healen. Oh mein Gott. We did it. Ich will eigentlich unter Wasser, aber ich weiß nicht, ob ich da regge. Oh mein Gott, ich will halt jetzt nicht von ihm was abgestaubt werden. 4,88. 5. Okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Einfach, dass wir die andere Diät noch auffüllen, dann rennen wir, glaube ich, schneller. Ich habe übrigens gerade die ganze Zeit mit Alt gedrückt angegriffen, weil ich hatte, glaube ich, in den Kommentaren gelesen, dass man dann schneller angreifen kann. Scheint funktioniert zu haben. Also ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Weil es gibt ja diesen Alt-Angriff, wo man gezielt angreifen kann. Das habe ich halt die ganze Zeit gemacht. Geht die Diät überhaupt hoch? Okay, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das S, ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Ah, shit, das ist das falsche Symbol. Und wir haben noch diese drei Pünktchen da. Woher haben wir die überhaupt? 7%. Das ist natürlich schlecht. Oh, noch ein Croc. Wir schwimmen weg mit 10% Leben. Das gibt es nicht. Der war zwar nicht so groß, aber ich habe viel zu wenig Life, um irgendwas zu fighten, oder? Ich riskiere es auf jeden Fall nicht. Ist jetzt ärgerlich, der kann sich halt jetzt unsere Beute da snacken, aber wir können es halt aktuell eh nicht essen. Ich werde einfach gleich nochmal wiederkommen. Wir regen nochmal ein bisschen. Zumindest, dass wir irgendwie über 30% Leben oder so haben und dann holen wir uns unseren Braten. Der wird schon nicht alles aufessen. Wir sind wieder bei dem Wasserfall. Ich sehe den Kadaver da gerade gar nicht. Sag jetzt nicht, die haben den aufgegessen.
da war es echt weg. Der lag doch hier irgendwo. Die haben den echt komplett verspeist. Oh, wie gemein. Aber dann soll ich wenigstens das Territorium hier behalten. Das habe ich mir erkämpft. Mittlerweile kann ich es, glaube ich, auch wieder verteidigen. 32%. Wir machen wieder das Bait. Auch wenn ihr in die Kommentare geschrieben habt, dass es viel zu obvious ist. Machen es trotzdem. Vielleicht ist ja jemand so hungrig, dass er sich holen muss. Man weiß es nie. Oh, da liegt übrigens der Kadaver. Es wurde halt wirklich aufgefressen, das Croc. Ja, crazy. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass man Gedärme rausholen kann für Diäten. Wie funktioniert das denn nochmal? Das habe ich auch schon mal damals ausprobiert, glaube ich. Aber ich habe es halt wieder vergessen. Müsst ihr mir auch unbedingt nochmal in die Kommentare schreiben. Weil es stand halt nicht, wie es geht. Zumindest noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe. Sondern stand nur, dass es geht. Und deswegen wäre cool, wenn ihr es reinschreiben könntet, wie es halt funktioniert. Ein Pteranodon, der da gerade meinen Fisch frisst, glaube ich, den ich hingelegt habe. Wow, habe ich eine Sekunde nicht aufgepasst. Jetzt kommt der Trinken, glaube ich. Das war's mit ihm. Fischbait hat funktioniert. Oh, da ist ein Croc. Jetzt mache ich aber kurz einen Prozess, oder wenn der gleich zum Wasser kommt. Ich will jetzt eigentlich keine anderen Crocs mehr hier in meiner Nähe. Oh, der wird gerade von einem Raptor schon angegriffen. Der hat auch was im Maul, also perfekt. Ist nicht. Hier wird nicht gechillt. Hier wird gefressen. Können wir auch die Diät wieder auffüllen? Ja, perfekt. Wir haben die Diät. Der Magen ist auch voll. Können wir das noch ziehen? Ja, den Raptor schon. Den nehmen wir uns dann mal hier auf diese Seite. So, und das Croc. Ja, da können wir nur ein Stück Fleisch rausbeißen. Okay, das brauchen wir nicht. Lassen wir liegen. Ah, ist das schön. Und die Sonne geht auch auf. Wir haben jetzt auf beiden Seiten Bait. Was ist denn das hier überhaupt? Übers Wasser? Hä? Eine Linie oder was? Das ist ja weird. Soll ich Limbo tanzen? Soll ich unten durch? Er weiß ja genau, dass ich hier bin. Das ist total lustig. Macht er doch extra, oder nicht? Ich biete ihm jetzt ein Stück an. Ich finde den cool. Hier. Das kleine Raptor. Oh Gott, dieses Stück da. Meint ihr, ich kann das... Oh, das ist ein Croc. Ja, wir drownen es erstmal für die Stamina. Das war's mit ihm. Wir haben auch nicht mehr viel Stamina, wir müssen aufpassen. Ist noch ein weiteres Croc. Aber ich werde das Territorium jetzt verteidigen gegen jedes Krokodil, was vorbeikommt. Greift uns auch an, das Kleine. Okay, das haben wir auch gekillt. Ich glaube, ich habe nicht seinen Freund gekillt und das kam ja auch noch dazu. Wir machen jetzt hier einen Friedhof. So nämlich.
Der Apex Predator. Oh nein, da kommt ein großes Croc. Houston, we got a problem. Das ist schlecht. Geh mal an Land. Möchte ich gerade ungern. Ja, den kann ich gerade nicht fighten ohne Stamina und ohne Full Life. Dann müssen wir uns verziehen. Aber es ist immer ganz schön, die Location zu wechseln. Oh, da ist auch ein Croc. Aber das ist kleiner als wir. Ich mach mal so, um meine Stamina zu regen und tu mal so, als ob ich lieb bin. Bin ich aber gar nicht. Ich bin eine Killermaschine. Was ist das denn für ein kleiner Racker? Kann ich den erschrecken? Hallo. Ich glaube, der hat sich erschreckt. Das Raptor voll rein. Tja. Kann man machen, nix. Direkt zugeschlagen. Ich würde sagen, das war jetzt aber eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Wir haben echt viel geschafft, viel erlegt, viel dazugelernt. Und ja, die Folge ist leider jetzt vorbei. Aber der Dino lebt noch. Das heißt, es kann noch eine dritte Folge kommen. Wenn ihr die sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur Hashtag Dino in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich auf jeden Fall eine dritte Folge zum Dinosuchus machen. Ich würde mich jetzt noch richtig über ein Like freuen. Das würde mich sehr unterstützen. Und das würde mir auch zeigen, dass ihr mehr von The Isle sehen wollt. Und jetzt wäre auch noch für mich interessant, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, welchen von diesen Dinosauriern ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dundee.